Natürlich habe ich keinen Bock. Den finde ich natürlich auch immer noch geil. Wie Alkohol trinken, du musst Pizza essen. Nein, das war gar nicht schrecklich. Sassi, ich bin echt unglücklich. Ich schaff's einfach nicht, dauerhaft irgendwie was für meinen Körper zu tun, abzunehmen, meinen Traumkörper zu... Ich schaff's einfach nicht. Dann ist es mal Alkohol, dann sind es mal Zigaretten, dann Süßigkeiten, dann esse ich wieder Pommes und so. Es ist, als wenn ich verschiedene Löcher stopfe. Ich schaffe es nie dauerhaft. Ich weiß, der Schlüssel ist die Verlinkung. Nach dem Intro. So, meine Freunde, euer Coach hier. Oh. Coach Cecil hier, ja? Nein, nicht Cecil. Cecil. Hallo, nicht Cecil. Cecil. Heute, meine Freunde, sage ich euch wirklich den Schlüssel. Also den Schlüssel, wie ihr ein Leben lang euren Traumkörper haben könnt. Ganz einfach, es ist wirklich der Schlüssel. Es ist natürlich ein mentales Video. Natürlich, klar. Weil ihr wisst ja, mental ist alles. Deswegen ist es natürlich ein mentales Video. Und ist es leicht umzusetzen? Ich sage bei jedem mentalen Video, es ist schwer. Es ist viel schwerer, als einen Muskel zu trainieren. Mental hier ist wirklich anstrengender zu trainieren. Viel anstrengender, aber grundsätzlich könnt ihr es schaffen. Nochmal ein Beispiel, warum jeder von euch es schaffen kann. Und ihr schreibt mir gleich drunter, ob ihr diese Erfahrung schon mal gemacht habt. Könnt ihr euch an irgendein, keine Ahnung, an irgendein Lied erinnern? Wenn ihr das Lied hört, dann seid ihr automatisch zurückversetzt in die Zeit, keine Ahnung, als ihr das erste Mal verliebt wart oder als ihr in die Schule gekommen seid oder mal Urlaub gemacht habt im anderen Land oder so. Wenn ihr ein Lied hört, seid ihr dann sofort zurückversetzt. Kennt ihr dieses Gefühl? Oder wenn ihr was riecht, dass ihr riecht, oh, das war da in dem Sommer vor 5 Jahren, da war ich da am Strand, da hat es genauso gerochen. Kennt ihr das? Ja oder nein? Schreibt mir das einmal unten in die Kommentare, ob ihr das kennt, ja oder nein. Also jeder soll wirklich das unten reinschreiben, weil kann ja sein, dass 90% von euch schreiben, nein, dann muss ich mir andere Beispiele einfallen lassen. Aber wenn 100% von den Leuten, die es jetzt gucken, reinschreiben, Hashtag ja, dann weiß ich ja, okay, ihr wisst, wovon ich rede. Also habt ihr ja das Potenzial, euch irgendwo reinzuversetzen, okay? Es geht in diesem Video um Verlinkung. Also wenn ihr das könnt, dann werdet ihr das auch schaffen können. Aber es ist trotzdem zum Teil ein jahrelanges Training. Es ist nicht so leicht mit dem mentalen Training. Und dann starten wir direkt los. Was heißt das mit mental verlinken und so? Vielleicht kennt ihr das, ich habe das Beispiel irgendwann schon mal genannt. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr irgendein alkoholisches Getränk immer getrunken habt und irgendwann habt ihr es euch übertrunken, habt gespuckt und dann mochtet ihr es gar nicht mehr. Also mochtet ihr mal irgendein Getränk oder irgendwas zu essen oder irgendwas anderes, mochtet ihr das mal sehr doll und dann ist irgendwas passiert und jetzt mögt ihr es gar nicht mehr. Wenn das der Fall ist, schreibt mir mal unten rein und auch welches Getränk das war. Was ist der Grundgedanke? Das Gehirn verlinkt immer irgendwas mit irgendeinem Ereignis. Sprich, wenn ihr die Hand schon mal auf der Feuerplatte hattet, so als ihr Kind wart, ich habe es auch mal gemacht, weil Mutter hat immer gesagt, nein, nicht anfassen, tut weh, aber irgendwann musste ich mal selber anfassen und dann hat, weiß ich jetzt noch, kriege ich Gänsehaut, ja, hat es halt echt wehgetan. Ne? Also das Gehirn verlinkt ein Ereignis mit irgendwas. Zum Beispiel, ihr habt euch übersoffen mit, sagen wir mal, Gin oder was, keine Ahnung, irgendein alkoholisches Getränk oder Wodka oder was weiß ich. Dann sagt das Gehirn, oh, da ging es mir nicht gut, da habe ich vielleicht gespuckt. Und dann verbinde ich das Getränk mit einem schlechten Ereignis, dass es mir sehr, sehr schlecht ging. Und danach mag ich das nicht mehr. Obwohl das Getränk schmeckt ja gleich. Oder irgendwas zu essen, es schmeckt ja gleich. Aber ich mag es nicht mehr, weil das Gehirn verlinkt. Genauso wie mit der Herdplatte. Da denke ich immer, oh, Vorsicht, das kann wehtun. Oder ein anderes Beispiel. Ihr wisst ja, ich esse schon seit jetzt mittlerweile, ihr kennt ja mein McDonald's-Video. Ich esse schon seit, ich glaube jetzt 1,5 Jahren, nicht einmal mehr bei McDonald's. Früher habe ich öfter bei McDonald's gegessen. Nicht einmal, weil ich es ekelig finde. Das ist der Punkt. Es geht nicht darum, immer zu denken, nein, nein, ich darf nicht, sondern ich finde es ekelig. Also wenn ich jetzt die Wahl habe, hey, willst du bei McDonald's essen? Würde ich es nicht machen, weil ich es eklig finde. Aus den Gründen aus dem Video. Ich verlinke damit ein Ekel. Oder jetzt, wenn ihr zum Beispiel seht, Veganer. Die ekeln sich davor, Fleischprodukte zu... Oder du wirst kein Veganer wahrscheinlich, also wenn es ein richtig überzeugter Veganer ist, es gibt ja auch so Wochenend-Veganer und so, aber sagen wir mal, wenn du einen richtigen Veganer hast, dann sagt er nicht am Wochenende, oh komm, jetzt mal eine Schweinshaxe, kann mal dazwischen passen. Sondern die finden es dann meistens eklig und wollen dem Tierleid, also wir wollen dem Tier nichts antun und so weiter. Da hast du es nicht. Also das ist praktisch ein, es ist ein Klick im Kopf, wo man entscheidet, ich möchte das nicht mehr. Ein Kunde hat mir mal, das fand ich sehr, sehr bezeichnend und sehr, sehr lustig, ein Kunde hat mir ganz im Ernst mal Folgendes gesagt. Ja, okay, Cecil, Verlinkung hin oder her, aber ich will gar nicht keine Süßigkeiten mehr mögen. Und das ist so geil, weil ich will nicht keine Süßigkeiten mehr mögen.
Es ist natürlich, stellt euch mal vor, ihr habt kein Bedürfnis, euch ekelt es an, Alkohol zu trinken, zu rauchen, Süßigkeiten zu essen. Das ist doch gut. Also was ist denn daran schlecht? Also das Ziel wäre es doch, dass wir es gar nicht mehr wollen. Das ist doch das Ziel. Weil wenn ich es nicht will, dann denke ich auch, bei McDonald's denke ich jetzt auch nicht, wenn ich an McDonald's vorbeifahre, dann denke ich auch nicht, ich würde jetzt so gern so Chicken McNuggets, was eigentlich nur aus Ekel besteht und 50% vom Chicken McNuggets besteht sowieso nicht aus Fleisch. Das würde ich mir jetzt gerne reinziehen. Das denke ich ja nicht. Ich finde es ja eklig. Also ist es doch eine gute Sache, wenn ich was mir eigentlich schlecht tut, wenn ich das ekelig finde. Und das ist nur der Klick im Kopf. Es muss nur im Kopf klicken. Und nein, Süßigkeiten finde ich natürlich auch immer noch geil. Ich sage ja nicht, dass ich perfekt nie Süßigkeiten esse. Aber man kann es ja kontrollieren. Und diese Verlinkung ist genauso mit dem Sport. Was verlinkt man mit dem Sport? Manche Leute verlinken das mit dem Sport. Boah, also Sessi, nach der Arbeit noch zum Sport und da muss ich mich ja auch anstrengen und ich muss ja dann noch hinfahren, das ist ja so viel Zeit. Und da im Fitnessstudio da mich umziehen oder so, oh nee, da muss ich danach noch duschen und das dauert alles viel zu lange und ich mag die Leute auch im Fitnessstudio da alle nicht und oh, ich krieg dann wieder keinen Parkplatz und oh, ich habe einfach auch nach der Arbeit keine Lust mehr so anzustrengen und oh nee. Verstehe ich. Ja, aber wenn ich das mit dem Sport verlinke, natürlich habe ich keinen Bock, natürlich nicht. Man kann ja auch andere Sachen damit verlinken. Ich verlinke damit zum Beispiel, dass ich mich wohlfühle, dass ich fit bin, dass ich mich besser fühle, dass es für die Gesundheit sehr wichtig ist. Auch dieser ästhetische Aspekt, natürlich möchte ich mit einem schönen Körper durch die Welt laufen. Und das möchte ich auch, das ist mein Anspruch, 95% des Jahres halten. Es sei denn, ich fahre in Urlaub, da haue ich natürlich auch mal daneben. Aber sonst möchte ich immer so, wie ich jetzt bin, so könnt ihr mich immer sehen, das ganze Jahr über. Also wenn ihr verlinkt, hey, ich möchte einen schönen Körper haben, ich möchte am Strand entlang gehen, dass alle mich toll finden, ich möchte mich wohlfühlen, ich möchte mich gut fühlen, ich möchte mich nicht unwohl fühlen, wenn ich mal irgendwie ein Bikini anhabe oder so. Wenn ihr das verlinkt, das sind doch ganz andere Verlinkungen. Dann, ich muss Sport machen, weil ich mich so besser fühle und ich mich ja den ganzen Tag über wohler fühle. Und genauso ist es mit den ganzen ja, Süßigkeiten. Ich habe ja schon ein Video zu Süßigkeiten gemacht. Guckt das unbedingt an, weil das ist wirklich, das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Es ist wirklich der Schlüssel. Aber man muss es trainieren. Das ist das Problem bei den mentalen Geschichten. Das kriegt man nicht so leicht hin, weil das Mentale läuft die ganze Zeit. Deswegen ist es sehr anstrengend. Aber grundsätzlich verlinkt man immer Süßigkeiten, Alkohol, trinken gehen, ja keine Ahnung, rauchen. Das verlinkt man immer mit Freude, mit Spaß, mit das Leben genießen. Alleine das Leben genießen. Ich habe das so oft, habe ich bei Kunden, ne, habe ich die gefragt und ja, und erzähl mal und so, hast du mal Phasen in deinem Leben gehabt? Ja, ich hatte mal eine Phase, da habe ich 3 Monate mich richtig gut ernährt und habe richtig viel Sport gemacht. Sag ich, ja, und war es so schrecklich oder wie schrecklich war das denn für dich? Nein, das war gar nicht schrecklich, das war die tollste Zeit meines Lebens und so. Okay, aber die Leute sagen ja immer, ey, du musst irgendwie Alkohol trinken, du musst Pizza essen, um dein Leben zu genießen. Ich verstehe das nicht, weil es ist nicht richtig. Das ist ja das Ding. Und ich habe das seit Jahren und Jahren im Personal Training immer beobachtet. Und ich frage ja die Leute immer, wie hast du dich denn da gefühlt? Ja, die haben sich da, als sie reduziert haben und Gas gegeben haben, haben sie sich natürlich besser gefühlt. Weil wenn man Pizza isst und Alkohol trinkt, das sind ja immer nur kurze Zeiten. Du hast ja nicht in 24 Stunden, isst du ja nicht 24 Stunden Pizza. Sondern es ist ja vielleicht eine halbe Stunde am Tag. Aber dann fühlst du dich 23 Stunden schlecht. Es ist doch cooler, die halbe Stunde nicht eine Pizza zu essen und sich 24 Stunden gut zu fühlen. Oder nicht? Hä? Also, was kann man mit Süßigkeiten, Alkohol, mit diesem ganzen Scheiß, was kann man damit verbinden? Man kann damit Freude, Leben genießen, es macht Spaß und Gesellschaft, weil wenn ich mit anderen unterwegs bin, muss ich ja mittrinken, weil sonst macht ja alles gar keinen Spaß. So, oder man kann es verlinken mit Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall. Jeder Zweite kriegt einmal in dem Leben die Diagnose Krebs. Jeder Zweite. Herzinfarkte haben wir 300.000 im Jahr. Man kann es auch sehr gut koppeln und verlinken mit, ich werde ein Problem haben. Wenn ich ungefiltert hier Pizza, Alkohol, noch was wir ja heutzutage so machen, Pizza, Alkohol, dies, das, dann kann ich sehr gut einfach die Diagnose kriegen, Krebs. Damit kann ich es auch koppeln. Dann finde ich es auf einmal nicht mehr so viel Spaß an der Sache. Und es ist nicht jetzt von mir eine Angstmacherei oder so, weil das sind einfach Statistiken, die sind schon krass und die sollten wir uns angucken. 8 Millionen Diabetiker in Deutschland. Zucker, zu viel Zucker, gib ihm, Kante, Zucker. 8 Millionen Diabetiker. Ist das Angstmacherei? Das sind 10% der Bundesbürger. 10%. Und da zählt, das ist ein Durchschnitt, da zählen auch alle Babys mit. Also muss man noch gucken, wenn man so in die 30, 40, 50er Jahre kommt, dass man vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger ist und vielleicht mal die Verlinkung ein bisschen umdreht. Und ich rede nicht von 100%, man darf nie mehr Süßes essen. Nein, das ist Quatsch.
Die Leute halten sich vielleicht zu 20-30% an die Ernährung. Wenn ihr euch zu 80-90%, wenn ihr 90% richtig macht und dann mal ab und zu, dann ist es schon sehr, sehr viel besser. Also es muss nicht 100%, ich bin auch nicht 100%, dass ich von Montag bis Sonntagabend irgendwie nur in der Ketose bin und alles genau messen. Nein, mache ich auch nicht. Ich zähle nicht mal meine Kalorien. Es ist ganz einfach. Es geht eher um das Große und Ganze. Also, was ist die Verlinkung? Die Verlinkung bei mir zum Beispiel, mich widern Sachen an, die Leute kaputt machen, wie Alkohol, Rauchen und solche Geschichten. Das ist Drogen auch. Das ist für mich, ich würde das nicht in meinen Körper reintun. Warum soll ich Gift, ich würde ja auch nicht Quecksilber trinken. Warum soll ich Gift in meinen Körper tun? Das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Das ist meine Verlinkung. Ich sorge auch zum Beispiel dafür, wenn ich was Süßes essen will oder so, ich arbeite erstmal das ab, was der Körper braucht. Ich nehme alles das, was ich für den Körper brauche und danach überlege. Aber meistens hat man danach sowieso keinen Hunger mehr. Und wenn danach ein kleiner Nachtisch kommt, ja gut, dann ist es halt so. Aber das Große und Ganze. Also zum Fazit, wenn ihr die Verlinkung einmal gesetzt habt, dann ist das Thema durch. Weil dann werdet ihr nicht immer verzichten. Genau wie bei Veganern, genau wie bei McDonald's bei mir, genau wie bei dem alkoholischen Getränk, was ihr mal gemocht habt und danach nicht mehr mögt. Das ist alles Verlinkung. Und wenn das einmal sitzt, dann ist das Thema durch. Dann werdet ihr ein Leben lang euren Traumkörper haben. Weil Traumkörper, das ist nur Symptom. Wenn man das macht, werdet ihr nicht übergewichtig und werdet euren Traumkörper haben. Ganz einfach. Ja. Ich glaube, da ist irgendwas dran, was du da sagst. Ich muss mich mal mit diesem mentalen Thema da so auseinandersetzen. Irgendwie habe ich das noch gar nicht gemacht, aber irgendwie klingt das logisch. Ja, ich versuche das mal. Okay, meine Freunde, das war's mal wieder. Schreibt mir unbedingt unten rein, ob ihr Übung haben wollt oder mehr mentale Videos. Und dann weiß ich natürlich, dass ihr bis zu Ende geguckt habt, wenn ihr das reinschreibt, eins von beiden, weil sonst geht's ja nicht. Und wenn ihr gecoacht werden wollt, dann natürlich im Maximum-Prinzip. Und von wem? Von Coach Cecil. Are you listening? Damn.